Hallo liebe Eli-Freunde, das ist mein neuer 450L Dominator von L1. Hat schon den neuen Flavorless Kopf, Gewicht ist unter einem Kilo, wiegt also 99,4 Decker. Hat natürlich die Seitenrahmen aus Carbon, wie man sieht. Durchmesser von dem Helikopter liegt bei 80 cm. Wir haben 36er Rotorblätter, die sind etwas größer als die von der 3S-Klasse. Hat einen Motor, den 460er MX eingebaut, der hat 1800 kV. Das ist eigentlich fast übermotorisiert, geht mörderisch schnell, hat einen wunderbaren harten Durchzug und ist voll kunstflugtauglich. Als Regler habe ich mich entschieden, statt dem L1, der vor allem im Reglermodus nicht so gut ist, den Platinum zu nehmen. Von Hobbywing mit 50 Ampere ist ausreichend. Flavorless ist das G-Pro verbaut und das G-Pro, wie gesagt, ist 20 mal schneller als die alte 3GX Version. Lässt sich wunderbar auch am Flugplatz über das Bluetooth-System, was dazu gibt, einstellen. Servos haben wir die L1 Servos, da sind drauf die 430er auf der Daumenscheibe, am Heck haben wir das 525er, die sehr schnell reagiert, und als Lipo haben wir derzeit den 6S Lipo von X-Tron, der ist hier mit 1450 mAh, also 30C Lipo. Das Gerät kostet, so wie es da steht, derzeit im Handel 480 Euro. Ist relativ günstig, sage ich jetzt einmal. Von der Geschwindigkeit liegt er knapp über 100. Bei einem Crash ist auch nicht viel. Wie gesagt, da haben wir vielleicht maximal 120 Euro an Crashkosten. Ist wunderbar schnell zum Aufbauen und kann ich nur an jeden empfehlen. Hier ein kurzer Blick einmal auf den Heckrotor. Sehen Sie, dass also beim Heckrotor hier unten beim Startfass die Blätter ein bisschen lang sind und beim Start den Boden fast berühren in der Wiese. Es geht, aber wie gesagt, man muss aufpassen. Ja. Man kann natürlich auch was unterlegen. Man könnte hier zum Beispiel beim Landegestell hier unten könnte man noch da hier einen Alu-Teil einbauen, dann ist das Ganze etwas höher. Ja. Der Lipo wird ganz einfach vorne hier in den Schacht eingeschoben. So. Und arretiert sich dann von selbst hier. Ja. Und das war's eigentlich, gell? Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.